Thomas, intensiver Testspieltag zum Abschluss des Trainingslagers. Zuerst die Niederlage gegen DVTK, nicht ganz so erfreulich. Wie ordnest du das Ergebnis ein? Ja, zunächst muss man sagen, wie du sagst, ein intensiver Tag. Es war uns allen wichtig, dass wir nach einem intensiven Trainingslager jetzt auch noch die Möglichkeit haben, dass die meisten Spiele über 90 gehen. Ja, das erste Spiel war nicht gut von unserer Seite. Wir haben, und das ist das Ärgerliche, da geht es gar nicht ums Ergebnis, sondern wir haben das, was uns eigentlich auszeichnet, unsere Prinzipien, wie wir Fußball spielen wollen in allen Phasen, haben wir da nicht gut gemacht. Und dementsprechend kam auch das Ergebnis zustande. Ja, das ist natürlich nicht das, was man sich vorstellt, aber das gehört auch dazu und wir müssen es richtig einordnen. Ja, Gott sei Dank gab es auch noch ein zweites Spiel. Genau, das zweite Spiel, du sagst es schon, Remis gegen Luzern, ein ordentliches Spiel der Mannschaft. Bist du zufrieden mit dem Auftritt der Mannschaft? Ja, das ist so ein bisschen hin und her. Ich habe zur Mannschaft in der Halbzeit gesagt, die erste Halbzeit war okay, aber okay reicht nicht. Also wir müssen auf ein höheres Level kommen. Wir müssen es einfach gut machen. Der Gegner Manu Riemann musste in der ersten Halbzeit keinen Ball halten und trotzdem stand es 0-1 für uns, weil ein Ball aufs Tor kam, der war drin und umgekehrt sind wir zwar vorne reingekommen, aber nicht richtig zwingend. Und das ist der Unterschied zwischen ja, okay oder einfach ein gutes Spiel zu machen. Die zweite Halbzeit war dann noch besser, waren wir sehr viel in der gegnerischen Box, sage ich mal, haben uns Torchancen erarbeitet, da hat aber auch die letzte Konsequenz gefehlt, auch manchmal das Glück. Und umso wichtiger war es, dass wir zumindest das eine Tor gemacht haben. Natürlich hätten wir gern gewonnen, wir hätten gern beide Spiele gewonnen. Aber unterm Strich ja, war es in Ordnung. Es war in Ordnung. Es war ein bisschen vergleichbar mit dem Spiel gegen die Grasshoppers. Wir müssen uns aber steigern, um Hertha zu Hause zu schlagen. Da müssen wir natürlich viel, viel konsequenter sein, vor allem im gegnerischen Strafraum. Jawohl, 6 Tage Herres liegen jetzt hinter uns. Morgen geht's zurück nach Bochum. Wie fällt insgesamt dein Trainingslager-Fazit aus? Bist du zufrieden mit den Bedingungen, die wir vor Ort in Spanien hatten? Ja, größtenteils waren es gute Bedingungen. Der Platz war leider etwas tief, sodass es schon Körner gekostet hat. Deshalb mussten wir auch das Programm leicht anpassen. Aber insgesamt hat die Mannschaft sehr gut mitgezogen, hat eine lange Vorbereitung hier beendet, was absolut erfreulich ist und das ist auch was Positives. Bis auf die leichte Muskelverletzung von Michael Esser, der voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche schon wieder zurückkommt. Und bei Mats Panewik die Knieverletzung, wo wir einfach noch genau sehen müssen, was es ist. Gehen wir mit gesunden Spielern nach Hause, das ist auch wichtig und alles andere als selbstverständlich. So gesehen fällt das Fazit insgesamt positiv aus. Auch die ganze Vorbereitung fällt positiv aus. Nur, so ehrlich müssen wir sein, die Testspielergebnisse waren eigentlich nicht, wie wir es uns vorgestellt haben. Und die waren ja, weder mittel noch nicht ganz so gut, sondern die waren schlecht. Mit dabei waren auch unsere Neuzugänge im Trainingslager, Schlotti und Pia Kunde. Wie sind deine Eindrücke von den beiden? Ja, bei Schlotti fühlt es sich manchmal so an, wie wenn er seit 8 Wochen schon bei der Mannschaft wäre. Es hat sich relativ schnell integriert. Das war auch ein Kriterium, warum wir uns für Kevin entschieden haben, weil er kennt die Bundesliga, er kennt den einen oder anderen Spieler und es war klar, rein von ihm als Person, dass das sehr schnell gehen wird und das hilft natürlich. Und Pierre merkt man natürlich, er hat bei der WM Spiele gehabt, aber davor nicht so viel gespielt, ist noch nicht ganz im Rhythmus, muss sich auch noch etwas adaptieren an den Fußball, den wir spielen wollen. Aber er hat auch schon in Phasen gezeigt, wie wertvoll er sein kann. Und ich bin glücklich, dass wir die zwei dabei haben. Jetzt geht es nächste Woche schon wieder los in der Bundesliga gegen Hertha, zu Hause im Heimspiel. Wie sieht jetzt die Trainingswoche aus? Morgen geht es zurück, morgen ist Samstag, eine Woche später schon das Spiel. Kriegen die Jungs jetzt erstmal noch 1-2 Tage frei oder geht es am Montag direkt weiter? Nein, die kriegen schon frei. Es ist jetzt wichtig und das haben wir auch völlig ergebnisunabhängig so geplant. Es ist wichtig, dass wir die richtige Mischung finden aus der Belastung und auch der Erholung. Das heißt, heute Spiel, intensives Spiel. Morgen wird man alle Regenerationsmaßnahmen einläuten. Dann das Sonntag, Montag wird man 2 Tage frei machen. Und dann geht es ab Dienstag los in der Vorbereitung auf Hertha. Dann haben wir 5 Trainingseinheiten, um uns auf das Spiel, auf die Bundesliga vorzubereiten. Und ich glaube, es ist auch jeder froh, dass es jetzt die Vorbereitungsphase mit morgen, mit der Regeneration abgeschlossen ist und dass wir in einen Rhythmus kommen für die Bundesliga. Es wird Zeit. Wunderbar, danke. Danke dir.